Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 14 hier auf unserem Kanal Mr. Heißewurst. Und mein Mikro sollte eigentlich ausschlagen. Ja, sorry wegen dem jetzt. Ja, es ist bei mir jetzt gerade der 22. Dezember. Es ist Sonntagabend um 8 Uhr, glaube ich, etwa. Warte kurz. Um ganz genau zu sein, 8:30 abends nehme ich jetzt noch auf. Ich wünsche allen, die jetzt schon Ferien haben, schöne Ferien. Denn für mich heißt es noch 2 Tage arbeiten, leider. Weil wir so viele Aufträge am Arsch haben in der Firma. Da wir bis in 2 Jahre arbeiten könnten. Ja, wie schon gesagt. Okay, Cannons. So, jetzt muss ich einen Ersatz finden. Ich spiele Shannon. Und der ist falsch. Spielt Lechthorn, ist mir wirklich scheißegal. Nein. Weiter. So. Ich habe hier Weihnachtsgebäck bei mir. Und Apfelbirne, Quittensaft. Irgendwie. Das Jahr 2013 neigt sich langsam dem Ende zu. Ja. Morgen schon das letzte Spiel noch von ZSC in diesem Jahr. Gegen den SC Bern auswärts. Das Weihnachtsspiel, ich wäre gegangen. Ich kann aber nicht, weil ich ja dienstags noch arbeiten muss. Ja. Wäre schön gewesen irgendwie. Aber man kann nicht alles haben. Und wegen der leichtlos in den weißen Trikots. Ich muss mich wieder ein bisschen ins Spiel reinfinden, um ehrlich zu sein. Und ich kassiere hier schon fast das 1:0. Ich meine, das Flairlamp-Tor. Oh. Ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört man das, ich weiß es nicht. Der Pass zu Shen und der Schuss und Dance hier. Sau stark im Tor. Ich hoffe, ich gewinne dieses Spiel heute. Es wäre jetzt 2. Sieg in Serie. Mein Gott, ZSC hat jetzt im Moment gerade 11 Siege in Serie. Morgen könnte es der 12. werden. Man weiß es nicht, ob es der 12. wird. Das wäre geil. Liga-Rekord liegt bei 15 von Lugano. Wäre schon geil. Also, Teamrekord haben sie schon. Also, Vereinsrekord. Bastel mit dem Schuss. Ja, ich kommentiere ein bisschen wenig gerade. Ich bin ein bisschen müde. Boah, erkältet voran. Das nervt mich. Mein Karsten mit dem Schuss und wurde aber kein Tor. Und gleich noch was ein Bulli. Boah. So, ich bin wieder hier.
musste mir mal die Nase putzen. Bringt so viel, finde ich. Aber trotzdem musste man sein. Da habe ich halt das Mikrofon gemutet. Das kann ich euch nicht antun. Schön. So, McCarthy. Nun zu Bergi und nun versuche ich ein bisschen mehr zu kommentieren. Bergi hier im Angriff mit dem Pass rüber. Seger. Bastl wird hier geschubst mit dem Pass zu Seger. Seger in die Mitte zu Bastl. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay, geht auch. Mit dem Schuss ist das 1-0 und ich sollte mich mal nicht immer hinlegen irgendwie. Das war irgendwie gleich X drücken. Keine Ahnung warum. Immer wegen Überspringen. Ah, steht 1-0. Vierzeit ist 11 Minuten 19. Sind gespielt. Torschütze Marc Bastl. Hier nochmals in der Wiederholung. Schön oben reingedonnert. Damit steht es 0-1. Vierzeit ist 1. Hier in Fribourg. In Fribourg-Gotteron hätte ich fast das 1-1 kassiert, aber das wird wahrscheinlich ein Eising. Hey, gab kein Eising. Wer hat der Pack? Okay, so Pickhoff, ein sackstarker Spieler, Blindmacher hier. Ui, das war aber auch nur knapp hier ein bisschen. So. Stoffel holt sich den Pack hier. Stoffel läuft. So, ja. Wie man es nennt hier im Eishockey. Ah, Wick verliert diese Scheibe bei der Drehung. Lindbacher konnte den Pass in den Slot abfangen zum Glück. Und er läuft. Der Schuss, warum der Schuss? Ich wollte nicht schießen, ich wollte eigentlich so einen Mannpass geben, aber okay. Ich verliere die Puls mehr als ich gewinne. Brauche auch keine Statistik dafür, das weiß ich auch so. Aber danke, Angel, dass du mich immer wieder daran erinnerst. Das war nicht so klug. Nein! Ach man. Nein, da kassiere ich noch in der letzten Minute des ersten Drittels. Das 1-1, scheiße. Ja, das war wirklich klug, mit einem eigenen Sohn den Pack abzuluxen lassen. Und das sind saubulli stark, Mann. Boah, kommt die hier. Echt offensiv. Ja, und mit dem 1-1 geht es in die Pause. Und damit heißt es, es bleibt spannend. Nach dieser Pause hier, es geht weiter mit dem zweiten Drittel. Ich sehe hier, ich habe viel mehr Checks, aber ich checke eigentlich immer mehr. Ja. Ich will den Check auch immer zu Ende machen. Das motiviert irgendwie mich, finde ich. Keine Ahnung. Es motiviert auch im richtigen Spiel. Du weißt, du machst den Check fertig. Bleibt offensiv nochmal. Boah, schön. Gewagt, aber schön. So wie Shannon. Und der Nachschuss kommt nicht. Wo ist der Pack? Wo ist der Pack? Ein Freiburger Spieler hat ihn. So, kann McCarthy? Nein, er kann ihn nicht aufhalten. Shannon auch nicht. Aber der Schuss kam und genau solche Fehler. Das sehen wir manchmal einfach zu häufig. Der Schuss wurde abgeblockt von Seger. Ich hab Flirle die Scheibe.
Schülers Sprunger. Topscorer bei Fribourg Gottero. Ist auch recht gut eigentlich. So, Wicken holt sich die Scheibe. Aber Bykov holt sich sie zurück, sozusagen. Und Trassler im Vorwärtsgang. Mit dem Pass zu Wick. Der hat das Auge für Lechton. Aber Lechton verliert den Pack leider. So, Stoffel holt sich den Pack. Mit dem Pass zu Blindbacher. Blindbacher direkt weiter zu Lechton wollte dieser Pass eigentlich. Der ließ sich den Pack wegnehmen. Schuss aus spitzen Winkel, kein Problem für Flüeler. Und hier Stoffel im Handgemenge mit einem Gottrohrspieler. So, Shannon läuft nun an. Shannon verliert, aber. Nun der Spielaufbau. Ein weiter Pass zu Jen. Ein schöner Pass mit der Backhand. Über so hinaus. Berchi. Zu Jen. Ah, Jen verliert den Pack leider. Sonst hätte ich mich in der Zone festsetzen können. Der Pass zu Bastl. Ah, Bastl verliert den Pack, aber hat ihn gleich wieder. Und fährt nun in die offensive Zone rein. Mit dem Pass hinterm Tor. Ah, der leider nicht ankommt bei Shannon. Wäre schön gewesen. Und Carsey. Hier mit dem Check. Sega holt sich nun diesen Pack. Sega. Zu Trassler. Der Pass kam noch an sogar. Trassler. Ah. Nun hat Sprunger diesen Pack abgeluchst. Das war. Das geht wohl da der Pack über die Spielfeldabsperrung flog. Und hier nochmals der Check. Von McCarthy gegen die Freiburger Nukatschnitte. Und Stoffel läuft und läuft und läuft und nimmt halt ihn auf und er läuft und er läuft und er läuft und er schießt. Und Gunti holt sich die Scheibe und schießt, aber die Scheibe blieb hängen an einem Freiburger Spieler. Ja, Blindbacher kommt diese Scheibe aus der Luft gegriffen. Ah, das sollte eigentlich kein Schuss werden. Da war der Gegenspieler schuld. Oh, das war knapp hier gegen Wuckler. Shannon. Mit dem Auge für Bastl. Und Bastl, der läuft. Und Bastl, der schießt aus Distanz. Aber das war kein Problem für Gons. Leider. Und am Bulli Scheppi. Reto Scheppi mit dem Check. Und so, Stoff mit dem Check. Blindbacher. Oh, das war die Antäuschung. Aber gleich holt sich Shen. Ah, der Pass kommt nicht an, aber Sheppy hat die Scheibe. Muss nun einmal ausweichen. Bei dem Offside. Mit dem Auge. Verstopfen. Hör was? Ah, scheiße. Das hätte ich gar nicht gecheckt jetzt. Nein, Flirler. Halt ihn. Das wird ein Bulli gegen jetzt vor dem Zürcher Tor. Und das gibt eine Möglichkeit zum Angriff. Mit Lechton. Jetzt zurückspielt zu McCarthy. McCarthy einfach aus der Distanz. Ja, genau. Ich sollte eigentlich nicht mit einem Verteidiger schießen, irgendwie. Das ist einfach kein Tor kassieren. Aber. Jeff hier die Sache. Und der Schuss. Ja, Lechton in die Beine rein. Es geht auch mit 1:1 in die zweite Drittelspause, wie es aussieht. Und
es war wirklich weniger jetzt geschehen gerade. Wie ich sehe, ist im Vergleich. Ich meine, Tore, keine Schüsse. Schüsse hatte diesmal Fribourg ein mehr. Checks hatte ich 4 und Fribourg ein. Strafen. Es gab noch keine Strafen. Bullies, ja. Ah, Tore, Schüsse, okay. Noch interessant, ich habe es mir eigentlich noch nie richtig angeschaut, das. Und ab geht's in das letzte Drittel, Nummer 3. Und beginnt tut dies mit einem Check. Ja, dachte er. Dachte Sprung, er kann vor Führer stehen bleiben, damit ihm die Sicht verdeckt wird und kein Tor, und ein Tor damit passiert, ne? Ja, immer noch dieser Typ. Boah, das war knapp. So, Führer. Gleich zu Bastel. Weiter gleich. Und das. Ah, das wäre der Gegenangriff gewesen. Kein Icing. Shannon. Ah, ich dachte, Shannon hat die Scheibe jetzt hier. Jetzt hat er die Scheibe. Ins Gemenge rein, was nicht so klug war. Ja, was bringt euch das? So, das heißt nun, sie wechseln aus, sage ich, ne? Ja, mit dem weiten Pass zu Bergi. So, und Bergi mit dem Auge für Trassler und Trassler mit dem Schuss. Und, oh, Shannon fast. Dieser Pass kam leider nicht an, aber Trassler holt sich die Scheibe aus der Luft. Blindbacher. Blindbacher an der blauen Linie, verliert leider und verliert den Pack. Und nun heißt es 1 gegen 1. Ah, oh, Blindbacher wollte sich. Nein! Und das ist das 2 zu 1. Das war eine 2 gegen 1 Situation. Ja. Da kann Flüela nichts machen. Das ist chancenlos bei diesem Abpraller. Ich kam zu spät. Fuller den Pack und dann knallhart der Gegenangriff mit dem Tor bestraft. Als der Packverlust wurde mit dem Tor bestraft. Jetzt heißt es aber nur mal für mich, wie CS den Ausgleich erzielen. Und das versuche ich jetzt, nämlich mit Baldisberger angreife. Baldisberger mit dem Distanzschuss kam nicht an, Lechton. Aber hier gegen Ablanab hat er keine Chance leider. Gunti, Lechton holt sich den Pack. Mit dem Schuss. Oh, und was das Tor! Und nochmals hier. So, nun Maurer mit dem Schuss. Ah, der Abpraller hätte fast verwertet werden können von Baldisberger. Aber war leider nicht so. So, Maurer. Ja, kann sich die Scheibe nicht holen. Und das war eine abgefälschte Scheibe. Darum kam dieser Pass nicht an, zum Glück. So, Trassler. Der kurft hier ein bisschen rum, sagst du. Ja, und jetzt wurde er gestoppt hier. Aber will sich den Pack gleich wiederholen. Oh, das war ein kluger Pass. Ein guter Pass von Gotteron. Also dumm bin ich auch nicht. So, der Pass zu Wick. Mit. Weit übers Tor hinaus, leider. Ja. McCarthy holt sich die Scheibe. Nun ein sehr intensives Spiel hier. Es geht nicht mehr so lange. Darum muss ich den Ausgleich erzielen. Mit. Ja, das ist der Ausgleich! Und mit dem Hüpfer von Bastel. Geil! Marc Bastel schießt auch das 2 zu 2. Ja. Ich habe schon wieder X gedrückt, um ehrlich zu sein. Ja, aber was? Willst du mich verarschen oder was? So. Nein, boah, Flüeler. Blindbacher geht hinterm Tor durch. Nun zu Jeppi. Was? Ah, Offside, Mann! Verpiss dich hier. Ey, fick dich. Hm.
Das Spiel geht noch 3 Minuten. Circa 3 Minuten. Circa. Mit dem Auge für Bastel, der schon 2-mal getroffen hat. Nein! McCarthy hätte ausgeholt und einfach voll drauf losgeschossen. Jen mit dem Check. Sieger mit dem Check. Nochmals mit dem Check. Aber immer noch nicht die Scheibe bekommen hier. Und der Schuss direkt auf Flüeler. So, nun, die letzte Minute ist angelaufen. Hier im letzten, im Drittel Nummer 3. Ah, der Pass kam nicht an bei Bastel. Das ist der Gegenangriff von Fribourg. Oh, abgewehrt. Sega hatte die Scheibe. Und gleich der Gegenangriff eingeleitet von Jen hier. Ich weiß nicht, was machen, um ehrlich zu sein. Einfach mal drauf losschießen manchmal, denke ich. Leider nur. Und jetzt versuchen nicht, dass Freiburg nicht angreifen kann, denn ich will kein Tor mehr kassieren. Der Schuss von McCarthy. Und es laufen die letzten 10 Sekunden im Drittel. Nein, das war die falsche Seite. Jetzt einfach kein Tor mehr kassieren. Nein, nein, okay. Und damit ging. Damit geht es in die Overtime. Boah. Scheiß die Wandern. Hier nochmal das Tor von Trachsler. Von Bastel. Boah. Ja, ich versuche ihn nach außen zu drängen. Boah. Und nun heißt es Overtime. 5 Minuten. 4 gegen 4. Nein, doch nicht. Es heißt Golden Goal. Das Sprunger, was macht Sprunger? Frage ich mich gerade. Bastel mit dem Pass zu Shen und Shen mit dem Schuss. Der Nachschuss kam leider nicht nach diesem Abpraller. McCarthy mit dem Check. Will die Scheibe. Und das mache auch mit Berchi, hole ich sie mir. Und Bastel, ah, leider nicht. Und der Pack wurde von Shen gehalten. Der passt zu Berchi. Und Berchi wollte durch, ging aber nicht. Das war ein guter Pass von Gottero hier. Aber Flüeler sackstark hier im Tor. Kein Durchkommen. McCarthy curved hier ein bisschen. Und der Pass kommt zu Shannon. Zum Topscorer, der einfach schießt. Und das war, glaube ich, sogar das Aluminium. Ich bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall einfach knapp, das sag ich dir. Wenn du jetzt hier eine Strafe bekommst, ist nicht unbedingt von Vorteil. Flüeler wollte nachsetzen, ging aber leider nicht, weil sonst zu weit aus dem Tor rausgegangen wäre. Flüeler hat den Pack, macht weiter zu McCarthy. McCarthy sieht, schickt Shannon, er schickt ihn, aber es wird ein Icing. Ah, das gibt ein Icing, aber der Check kommt noch. Scheiße. Scheiß Kalender-App. Die letzte Minute läuft. Darüber teilen. Dieser Pass kam nicht an. Das könnte nochmal die Chance für Freiburg sein. Scheiße, Mann. Nein. Nein! Es kann nicht wahr sein, Leute. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Da schießt Sprunger einfach noch das 3:2. Scheiße, Mann. Und schon wieder ein weiteres Spiel verloren. Nein. Ach nee, Mann. Ach, ficken.
Schade. Schade, schade, Schokolade. Naja, aber so läuft's halt mal. Ach, scheiße. Hier sind wir sogar noch... Mein Gott. Hier sind wir sogar noch im Oktober. Leck mich doch fett. Ah, hier ist eine Ziehpause. okay. Das nächste heißt das Derby. Derby heißt es. Dienstag, dem 22. Oktober. Ich werfe noch einen kurzen Blick auf die Tabelle, obwohl ich irgendwie nicht will. Aber okay. Andri immer noch auf Platz 1. Sackstark immer noch diese Wichser. Ja, ja. Eieiei. Genf auf 2. Auf 3 kommt Rapperswil. Kloten auf Platz 4. 5 Davos. Biel 6 sogar. Dann wir. Zürich aus ZSC auf der 7. Dahinter der Gewinner von heute, Fribourg. Ach man. Dann unter dem Strich tummelt sich auf Platz 9 Zug, die langsam aber auch nach vorne kommt. Dann die Lausanne auf der 10. Platz Nummer 11, Lugano. Und immer noch auf dem letzten Platz der SC Bern. Und der SC Bern ist noch schlechter als wir. Das ist gut. Der Meister von letztem Jahr. Aber ja, wie schon gesagt, Leute, das nächste Mal wird hoffentlich wieder besser. Ich hoffe es sehr. Und ich hoffe, ihr lasst eine Bewertung hier. Wäre cool. Und ich werde euch auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt Let's Play Angel hier auf unserem Kanal mit mir, FZ Freak. Bis dahin, Leute. Haut rein. Einen schönen Tag. Tschüss.